Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einer weiteren Runde Uncharted 4. Gleich mal vorweg, es kann sein, dass es abseits der normalen Geräusche, die man sonst so hört, andere Geräusche geben wird, weil das Haus ist voll. Die bessere Hälfte hat Besuch und keine Ahnung, wie viele Milliarden Leute hier gerade unterwegs sind. Jedenfalls sind sie nicht gerade leise, weil... hab nichts gesagt. Nur mal schon als Vorwarnung, ne? Das außerdem, genau, Bohnentopf. Gut, wir wollen weiterspielen. Wir sind von da rangekommen. Jetzt heißt es so da weiter. Es geht aber unten weiter und oben. So sicher wie die anderen. Bis jetzt hat sie gehalten. Berühmte letzte Worte. Ah, okay, ist Lust zum Gucken. Nee, doch nicht. Ich hab's gehört. Dracula ist unterwegs. Hat gehalten. Der letzte Nagel. Sie hält. Los. Komm. Komm, Bruder. Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Ja. Aber klar doch. Piratenvorschrift. Nicht schlecht. Ich muss sogar hier lang. Okay. Achso, warte mal. Ich werde mal hier das da noch aktivieren, damit ich sehe, was los ist. So. Oh, eine Rutschpartie. Oh nein. Ich habe jetzt noch Steine im Schuh vom Rutschen. Okay. Habe ich. Ein Johann Ulrich Logemann weiß, wie die Dinge laufen. Mit Avery erbaut. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Avery versteckt seinen Schatz. Warum weiht er einen anderen Piraten ein? Vielleicht war der für ihn Teil seiner Mannschaft. Vielleicht hat er ihm so ein Dismas-Kreuz geschickt. Ja, vielleicht hat Tu den Schatz eingesackt. Sag das bitte nicht. Na, wir werden es bald herausfinden. Ich nehme mal an, hier kommen wir dann später wieder zurück. Ja, Teil des Schiffs, Teil der Crew. Ja. Müllers Esel, das bist nicht du. Ich bin extra nicht raufgetreten. Oh. Also zurück gehen wir nicht da lang. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen oder so. Oder so. Das ist raffiniert. Kann man wohl sagen. Ist kalt, wa? Noch ein Hebel. Der sieht aber nicht gesund aus. Es kratzt. So. Ja, ich zieh noch schnell die Hand da raus. Oh. Himmel. Ein ziemlich ausgeklügelter Test. Prüfung. Ja. Oh oh. Und der Typ hat wohl nicht bestanden. Machen wir es besser. Da ist etwas. Ein Eimer. Ein Eimer? Hm. Okay. Der hat ein Loch. Okay, ich hol mal Wasser. Was jetzt? Bin ja nicht doof. Immer voll. Gut, gib ihn mir hoch. Das ist gut. Also kann man das Rätsel nur mit zwei Leuten lösen hier. Ich stelle ihn zurück auf das große Rad. Hey, mal sehen, wofür die Räder sind. Solange man nicht runterkommt, ist alles okay. Okay, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Okay. Ist da was mit den drei Kreuzen? Ja. Ah, die Formation. Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Aber was ist das Fragezeichen da oben? Dann ist das weiße Kreuz Dismas. Und das schwarze ist Gestas. Dismas, Gestas, Jesus.
Okay, weiß links, das große in der Mitte oben und das andere rechts. Na also. Hey Sam, war das Maß links von Jesus? Guckst du von vorne oder von hinten drauf? Von vorne. Dann mal ehrlich. Okay, das habe ich auch. Oh, warte mal. Dass sie sowas schon bauen konnten, das ist klasse. Halt, nein. So. Ach, der Wassereimer muss da oben, wa? Hey, oben hat sich was bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast. Ein Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. Okay. Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. Ah. Okay, das muss es sein. Finden wir es raus. Wir? Ziehst du dann am Hebel? Oh nein. Diese Ehre will ich dir auf keinen Fall nehmen. Natürlich. Also ein Test war. Was wurde dann genau getestet? Einen Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Abdos? Ich fürchte, wir werden hier verfolgt. Es sind so viele Stellen, wo man lang gelaufen kann. Das sieht nicht gesund aus. War doch richtig hier, ne? Ja, war richtig hier. Okay, wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. Hey, komm, ich helfe dir hoch. Ich komme. So, hier drüben kannst du mir hochhelfen. Ich habe hier oben was für dich. Ach so. Versuche mit der an die Haltegriffe in der Mauer da zu kommen. Gute Idee. Okay, wie ist diese Kiste mit den Rollen, die relativ neu aussehen, hier runtergekommen, wenn hier vorher noch keiner war? Ja. Im Prinzip ja, oder Indiana Jones. Nee, aber nochmal. Ja, Verbündeten finden, ich brauche, der ist hier irgendwo. Ich kann hier oben lang klettern, glaube ich. Nochmal. Ach nee. Doch, das sind Rollen. Also ist es irgendwas Neues.
Mir nach! Also war doch jemand schon hier. Die machen es einem echt nicht leicht, oder? Es war bestimmt leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Mal sehen, was hier drin ist. Hey, die Decke hier ist niedrig. Pass auf deinen... Au! Ja, ich passe auf meinen Au. Ach, echt jetzt? Ich sehe hier ein Licht. Hä? Weil man dem Bruder einfach hinterherläuft. Katakomben. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Ist was. Halt. Hey, warte. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Jetzt gibt's Stress. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war. Nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag ihnen, sie sollen dich warnen, bevor sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall der Die Auktion Fälle. War die sauberste Art, aber das Kreuz zu bekommen. Mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Tja, von wegen, er hat das Zepter in der Hand. So sieht dann noch aus. Drum prüfe, wer sich... Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz zum Stück bringt. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt's? Ist doch unwichtig. Von welchem Anbau wir wohl gesprochen haben? Es muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand.
Das erklärt auch, warum da diese Rolldingens da war, ne? Da geht's lang. Hier geht's theoretisch lang. Hier geht's praktisch nicht lang. Aber hier ist vielleicht ein Schatz. Mann, ist der gesprungen. Theoretisch könnten wir auch dahin. Müssen wir sogar, sonst kommen wir da gar nicht lang. Haha. Ha, ha, ha. Ja, etwas zu hoch zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Das steht noch in meinem Garten. Ah, Mist. Du besitzt ein Trampolin? Schön wär's. Ja, heutzutage hat fast jeder ein Trampolin, der irgendwo ein Grundstückseigentümer ist, oder? Und Kinder hat. Wir nicht mehr. Also, wir haben noch Kinder, aber wir haben kein Trampolin mehr. Eine Kiste unterwegs. Danke, guter Mann. Aber die Kiste muss doch auch einer von den Typen da aufgestellt haben mit den Rollen. Da geht's lang. Wir nähern uns definitiv der Kathedrale. Oder dem, was übrig ist. Ah, ja, jetzt sind wir hier. Okay, okay, okay. Wir haben eine kleine Rundreise hinter uns. Ah, es sieht wirklich... Es ist viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Aber echt. Dafür haben die Jahre gebraucht. Ein schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Ja, ich glaube, hier ist nicht versteckt. Das ist nur ein Zwischenstopp. Dann wäre das Spiel ja zu Ende. Wobei ich nicht weiß, wie lang das geht. Warte mal. Wird schon schief gehen. Ach so. Hey! Beim ersten Mal hätte es doch fast geklappt. Wird schon schief gehen. Ach so. Zum Glück bist du nicht schwerer als die Kiste. Okay. Geschafft. Was ist der Plan? Ich arbeite noch dran. Wir hängen unsere Seile daran. Das geht. Geht doch. Rücken sind eh nur Übergangslösungen. Genau. Ich weiß nicht. Rücken sind ja nichts Schlechtes. Nee, ist aber eine Übergangslösung. Da hat er recht. Da hat er sogar richtig recht. Das ist eine Brückentechnologie. Hier geht es nicht durch. Und wie kommen wir weiter? Hier. Sieh mal an. Wenn hier nicht alles auseinanderfallen würde, säßen wir wohl wieder fest. Nathan, zieh dich um. Heilige Scheiße. Das war wohl noch ein Test, aber alles ist ins Meer gestürzt. Tja, der Test heißt jetzt wohl... Wie zum Teufel kommen wir rüber?
Das ist eine tote Leiche. Was ist das? Es sei gesagt, dass ich, Thomas Howard, Kapitän der Dauntless, ein leichtgläubiger Narr bin. Es begann alles mit dem Kreuz, eine kryptische Nachricht meines alten Landsmanns mit wahren Versprechungen des Paradieses. Ich war skeptisch, aber der Gedanke daran, den Rest meines Lebens zu Hause zu verbringen und mich zu fragen, was hätte sein können, war einfach zu viel. Und einen Brief vom König der Piraten ignoriert man nicht. Ich habe es überlebt, an der Küste Madagaskars ausgesetzt zu werden. Ich habe den Angriff des Ostindienfahrers Pembroke überlebt, aber das hier werde ich nicht überleben. Mein Bein ist gebrochen, meine Kuh zu feige, einen Fuß in diese gottverdammten Höhlen zu setzen. Hört meine Hilferufe nicht. Wer hätte gedacht, dass meine Taten mich hierher bringen würden, um einen unehrenhaften Tod fern von zu Hause zu sterben? Lagen? Wir, ja. Möge Gott persönlich dich verfluchen, Henry Avery, und möge mein Geist dich für den Rest deines Lebens heimsuchen. Cool. What reaching into that? Ist ja süß. Ist ja putzig. An Bord. Oh, ho. Oh. Ah, guck mal. Also wäre es doch viel einfacher, hätten die einfach mit dem Boot die Küste abgesucht und hätten dann gesehen, oh, hier oben muss was sein. Und dann hätten die einfach hier so einen Enterhaken hochgeschossen und fertig ist der Lack. Manchmal kann man es auch ein bisschen einfacher machen. Immer glitten, glitten. Dieses super sicher aussehende Holzwippending könnte helfen. Versuchen wir es. Wird schon schief gehen. Komm mal rüber hier. Nathan, Nathan, halt! Das geht nicht, du bist zu niedrig. Ich drück es runter. Los. Geschafft! Okay! Gut. Und ich? Stimmt, ich sehe mich um. Sieh dir all die Geräte an. Da lernt man die ganze Arbeit schätzen, die in diesen Todesfallen steckt. Nicht so überheblich. Warum überheblich? Das ist ein Wunde der Ingenieurskunst. Schaffst du es? Nee. Ja, Sekunde. Okay, ich habe hier ein Gewicht für die Wippe. Bei meinem Glück schubst dich so runter und die landet nicht drauf. Schwerer als ich? Das bezweifle ich. Ja, ja. Ah, okay, er ist geführt. Hey, super Sprung. Wenn das mit dem Schatz nicht klappt, können wir auch. Oh, Mist! So. Komm mal bei die Oma. Ein weiterer Test erledigt. Im Moment wäre mir ja eine Todesfalle lieber. Im Moment hoffe ich, dass wir es mal geschafft haben. Na los. Okay, die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Ja. Aber echt, wer dekoriert die Stelle für einen Schatz? Oder baut ausgefeilte Tests? Sag ich immer. Also irgendwas übersehen wir. Oder Avery war sehr, sehr langweilig. Daran gewöhne ich mich nie. Das ist keine Spinnen, ja? Die waren eklig. Schon wieder ein Kreuz. Zumindest sind diesmal Edelsteine drin, was? Ich bin da! Anfassen. Was? Wieso? Sieh genau hin. Das ist das einzig Wertvolle in dieser Höhle. Stimmt. Das ist wieder ein Test. Habgier. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also. Es müssen die Münzen sein. Sind wir uns da sicher? Naja,
Ziemlich. Ziemlich muss reichen. Okay, aber nur eine. Habgier, schon klar. Bitte sei keine Falle. Und das Feuer geht an. Madagaskar. Wow. Erkennst du die Farm? Das ist Madagaskar. Da. Der Stern hier. Das ist Kings Bay. Ja, genau. Dieser Drecksack. Er will uns verarschen. Was redest du da? Avery. Er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Hm? Ich meine Kings Bay. Toll. Und was dann? Der Nordpol? Das Weltall? Nathan. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Er suchte Leute. Wer suchte? Avery suchte Leute. Er suchte Leute wofür? Ah, Scheiße. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Waffen hinlegen. Langsam. Ich schulde Ihnen noch was von neulich. Aus dem Fenster werfen hat nicht gereicht. Rafe. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Einen Schritt zurück. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Kings Bay. Ja, aber, wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie zwei. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Es ist kein Kruzifix. Was? Naja, ein Kruzifix stellt das Kreuz dar, an dem... Wissen Sie was? Völlig egal. Nicht anfassen! Ich seh nichts. Du steckst in der Scheiße! Mach sie wieder!
Seh nichts, die Kamera. Netter Versuch. Was wird dir sollen? Sauber, Nathan. Hat er irgendwie Koordinationsproblem am Controller. Alles gut. Lange Geschichte. Kurzfassung, wir müssen sofort hier weg. Ja, das dachte ich mir. Haltet durch. Ich bin bald da. Aber wir schlagen uns gut. Glaube ich. Zumindest lebe ich noch. Ein bisschen. Oh, ist alles sicher hier. Oh, das ist doch, das stinkt doch nach Arena gerade hier. Ach, Mist. Ja, so geht das. Huch. Es war noch nie so easy hier.
Na klar, mit dem Kran, komm. Immer so? Ja. Nein! Ja, schon irgendwie. Ja, 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 absolut. Schnee ist das super. Nur. So, drei Schuss haben wir noch. Die werden wir auch brauchen. Noch jemand? So, jetzt brauche ich eine neue Pistole. Vergiss die, Mann! Wir müssen weiter! Zu spät. Ups, upsi. Verdammt knapp, was? Die haben mir mein Flugzeug zerschossen, Nate. Uns geht's gut, danke. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Kein Schatz. Noch nicht.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier, wir sind reich. Herrje, immerhin ein Anfang. Und du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja, vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay? Was sollte das dann alles, hm? Das Kreuz des heiligen Dismas? Also, wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung, die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor, wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kapier's nicht. Warum machen die sich so eine Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen. Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Abflug. Thomas Tu war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Dagegen hätte der Gangis Hawaii-Schatz wie Kleingeld gewirkt. Genau. Heiliger Scheiße. Okay, wohin in Madagaskar wollen wir denn genau? Kings Bay, das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Das kenne ich gut. Ziemlich großer Ort. Geht's etwas genauer? Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also du weißt schon. Worüber lachst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben, die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. Nee, das ist nicht Assassin's Creed. Aber dann könnte ich auch fast Assassin's Creed spielen. Oh. Jetzt gibt's Ärger. Hey. Hey, Nate. Hi, Süße. Hi. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Ja, klar doch. Was meinst du? Ach, bloß wegen all der Überschwemmungen. Vielleicht war das keine so gute Idee, während der Regenzeit nach Malaysia zu fahren. Ja, stimmt. Stimmt, ja, das hat uns ziemlich lahmgelegt, weißt du? Die Ausrüstung hat gelitten, aber keiner ist verletzt oder so. Naja, solange es euch gut geht. Also geht die Arbeit morgen los? Der Termin wurde verschoben. Sieht aus, als bräuchten wir noch 10 Tage oder so. Och, 10 Tage? Hey, wie wär's, wenn ich mir einfach ein Ticket besorge? Oh, weißt du, das musst du nicht tun. Ist schon gut, ich meine... Diese Typen sind gern übervorsichtig. Wir brauchen bestimmt gar nicht so lange. Okay, na dann. Bitte pass auf, dass dir nichts passiert. Mach ich. Mach ich immer. Hör mal, tut mir leid, ich muss aufhören. Jameson ruft nach mir. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch.